Hallo, liebe Freunde, heute das zweite irische Video und Seafood Chowder. Man könnte sagen, es wäre die irische Antwort auf eine französische Bouillabaisse, ist es aber nicht ganz. Aber ich habe mich weitestgehend ans Original gehalten und ja, Irland. Irland ist eine tolle Insel und ich liebe sie wirklich und hatte ich glaube ich schon erzählt, einen sagenhaften 14-tägigen Urlaub, eine Woche auf dem Shannon mit dem Boot, eine Woche Bed Breakfast an der Westküste mit dem Auto und ja, und da ist meine Liebe zu Irland entstanden. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich will euch jetzt nicht zulabern. Erfreut euch an dem Video. Und ja, Spoiler-Alarm, es ist etwas länger. Im ersten Step werden wir unseren Fischfond zubereiten. Wir brauchen dazu Muscheln. Zwar nicht das Fleisch, das kommt nachher als Einlage drauf oder hinein. Mehr den Sud. Ebenfalls von den Doraden nur die Karkassen. Also ich werde den Fisch oder die zwei Fische filetieren. Dann brauchen wir Dill, Knoblauch, Fenchel, Suppengrün, Zwiebel und trockenen Weißwein. Und wie immer, wenn wir kochen, Salz und Pfeffer. So, die Muscheln sind einmal gewaschen. Jetzt gebe ich in einen Topf etwas Sonnenblumenöl hinein. Eine halbe Zwiebel dazu. Die lassen wir leicht glasig werden. Jetzt kommen unsere Muscheln hinein. Unser Weißwein. Und der Deckel drauf. Das Ganze lassen wir jetzt so circa 5 Minuten köcheln. Nach der Hälfte der Zeit werden wir mal die Muscheln etwas durchschütteln. So, jetzt machen wir die Platte aus. Nehmen uns jetzt die Muscheln heraus. Die haben jetzt etwas Zeit zum Abkühlen. Jetzt gießen wir unseren Zwiebelmuschelsud zurück in einen Messbecher. So, unser Wurzelgemüse. Inklusive etwas Dill und eine halbe Fenchelknolle ist jetzt geschnitten und jetzt geht es zurück an den Topf und wir erstellen uns unseren Fond. So, Topf wieder aufgestellt. Wieder etwas Öl hinein. Jetzt das Wurzelgemüse dazu. Wir löschen das Ganze jetzt mit unserem Muschelfond ab, drehen die Hitze etwas zurück auf 3 von 9. So, und jetzt werden wir unseren Fisch filetieren. Das heißt, wir schneiden uns hier erstmal unterhalb dieser Seitenflosse
ins Fleisch. Dann gehen wir hier auf der Grete entlang, links bis zum Schwanz. Es macht sich alles etwas leichter, wenn der Fisch noch nicht ausgenommen ist. So, wie man sieht, ich bin nicht einer der Größten, die hier Fische filetieren können, aber ja, so ist das eben. Manchmal muss man auch sich an Sachen ranwagen und einfach machen. Wir geben auf unser Gemüse jetzt circa ein Liter Wasser und geben unserem Fond jetzt erstmal 30 Minuten vor, bevor die Karkassen hineinkommen. Die dürfen nämlich nicht allzu lange köcheln. So, jetzt ist es an der Zeit, unsere Muscheln herauszunehmen aus der Schale. Und ja, Muscheln, die nicht aufgegangen sind während des Kochvorgangs, sollte man auch nicht gewaltsam öffnen wollen. Die sind nämlich nicht gut. Um nicht zu sagen, da kann man sich dann auch schon mal eine kleine Fischvergiftung einfangen. Aber das merkt man, glaube ich, ganz schnell, weil die sind eigentlich nicht genießbar. So, jetzt geht's ans Enthäuten. So, und das macht man, wie ich das mal gesehen habe, von der Schwanzspitze. Und zieht das Messer auf der Haut nach vorne durch. Dann hält man hier den Schwanzteil fest, zumindest die Haut. Und dann sollte, tada, die erste Haut runter sein. So, die kommt mit zu den Karkassen. Und gleiches mache ich jetzt mit allen vier Filets. Nächster Schritt ist, wir teilen unsere Filets in der Mitte. Das erspart uns das leidige Zupfen von Gräten, weil wir sie jetzt hier ganz einfach rausschneiden. So, hier haben wir wieder ein Stück, wo ganz viele Gräten drin sind. So, und jetzt schneiden wir sie uns schon mal in Portionen. Hier sollte man auch aufpassen, dass wir keine Schuppen an dem Fleisch haben, weil das kommt direkt nachher in den Sud oder in die Suppe. Ja. Auf die Muscheln drauf.
So, unsere Gemüsebrühe oder Fond hat jetzt genügend Vorsprung gehabt. Dill und Petersilie hinein und jetzt unsere Karkassen. Und sonstige Abfälle. Und so lassen wir das Ganze jetzt noch eine Dreiviertelstunde simmern. Und simmern bedeutet wirklich nicht kochen, also nur ganz leicht, wie sagt das ein bekannter Koch, blub, 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 nicht blub, 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 sondern eben simmern. Hier kommt wieder der Deckel drauf und wie gesagt, dreiviertel Stunde. Jetzt kümmern wir uns um die weiteren Einlagen und da sind mal 3 Stangen Sellerie, eine Möhre, 2 Kartoffeln, eine Zwiebel, geräucherter Lachs und 5 Riesengarnelen. Zuerst werden wir den Räucherlachs auch in mundgerechte Stücken schneiden. Dazu ziehen wir uns hier erstmal die Haut runter, die brauchen wir nicht. Und die Würfel kommen hier auch in unsere Schüssel, wo schon die Dorade und die Muscheln drin sind. So. Jetzt nehmen wir uns die Garnelen vor und befreien sie mal von der Schale. So. Und wie wir sehen können, scharf gestellt, großer, dicker Darm und man erkennt ihn gut, weil der Kamerad schwarz ist. Und da wir sowieso unsere Garnele halbieren, also längst halbieren, kommen wir da auch wunderschön ran. So, jetzt geht es weiter mit der Gemüseeinlage. Jetzt wird auch bei mir einmal die Möhre geschält. So, Kartoffeln werden auch geschält. Und weil das hier solche sehr erdigen Kartoffeln sind, müssen die natürlich jetzt gründlichst erstmal gewaschen werden. So, und jetzt werden wir uns hier erstmal das Grobe rausangeln und gleich in einen Beutel tun. Ja, natürlich kann man das jetzt alles noch abfusseln und aber das mache ich jetzt nicht. So, ein Küchenkrepp ins Sieb, Topf drunter und jetzt wird das Ganze abgegossen.
so alles etwas vorsichtig in Bewegung halten. Aufpassen, dass hier nichts umklappt. Und natürlich nicht drin rumkratzen, weil sonst verabschiedet sich unser Zewa-Tuch. Und das wollen wir nicht. Das reicht uns. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne Brühe. Und mit der geht es auch gleich weiter. Tja, ein Schelm, der bei den Farben Orange, Weiß und Grün an die Nationalflagge Irlands erinnert wird. Und das ist jetzt hier unsere Gemüseeinlage. Wir brauchen auch noch Sahne. So, wir stellen wieder unseren großen Pott auf, geben etwas neutrales Öl hinein, können schon mal ruhig unser Gemüse reingeben. Das soll sowieso nur etwas glasig werden, also keinesfalls braun oder angebraten. So, und jetzt löschen wir das mit unserem Fond ab, geben den Deckel drauf und der ganzen Geschichte jetzt mal 20, 25 Minuten, bis das Gemüse gar ist. Es wird langsam Zeit für unseren Dill. Und für unseren Fisch. Zugegebenermaßen, das ist eine ganze Menge. Noch nicht abschmecken. Jetzt kommt erstmal der Deckel drauf und nochmal 10 Minuten. Jetzt werden wir mal kosten. Etwas Salz, nicht allzu viel, weil wir haben schon durch unsere Muscheln einen relativ starken Salzgehalt, aber was auf jeden Fall ran muss, ist Pfeffer. Gehen wir mit der Hitze runter auf 1, verrühren das Ganze vorsichtig, damit uns besonders das Doradenfleisch nicht auseinanderfällt. Und jetzt geben wir die Sahne dazu. Lassen das Ganze noch mal ganz kurz aufkochen. Schalten den Topf jetzt aus, oder die Platte zumindest. Und fertig ist unsere irische Seafood Chowder. Wir können jetzt auftun.
Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar. Gerne auch einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, ja, einfach abschließen. Also, bis zum nächsten Mal.